Soll ich es sagen? Ach, ich sag's einfach, wenn man die Abmoderation so hat verkackt. Ja, kannst du sagen. Moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge Sky Factory 3. Leute, ich fange die Folge an und auf einmal leckt es. Ich habe jetzt eine komplette Supreme-Rüstung und wir haben jetzt mal mit Botania angefangen, denn wir brauchen Eis und Eis bekommt man nur im Schneebiom oder über Botania. Übrigens, hallo, ne? Genau, heute ist der liebe Typecrafter mit mir am Start. Chris Moin. ist gerade nicht da, aber der Dude ist auch gut. Ja. Ob er besser ist oder schlechter, da möchte ich nicht drüber Besser, urteilen. besser. Gut. Wir waren jetzt gerade dabei, unten unsere Mob-Farm fertig zu machen. Keine Sorge, hier spawnt nichts. Wir haben hier Megatorches. Außer auf Cursed Earth, da spawnt was. Ich habe jetzt hier schon alle nötigen Upgrades drin. Wir brauchen jetzt nur noch Redstone-Blöcke, um die anzuschalten. Ich habe gerade auch 16.000 Redstone ins System nachgelegt. Von daher dürfte es kein Problem sein. Hier ein paar Redstone-Blöcke. Und wir brauchen noch Glas. Ja, nehmen wir Glas mit Stone Frames. Dann brauchen wir noch den Schissel. Den müssten wir aber bei uns haben. Ja, drei Stück. Dürfte reichen. Warum auch immer ich drei Schissels dabei habe. Wo ist er denn? Stone Frame. Da. Und dann können wir hier kurz das Ganze so bauen. Keine Sorge. Ich für euch mache ich auch noch ein bisschen Licht, damit ihr was seht. So. Ich glaube, hier unten brauchen wir noch vernünftigere Sachen. Das Schöne ist, die Mobfarm ist jetzt auf der richtigen Höhe, sodass auch Fledermäuse spawnen können. Und ich glaube, ich habe keinen Stein. Perfekt. Oh wei, oh wei. Hast du dein gut dabei? Dann war das gut. Yep. Wobei ich da immer ein Stück von der Mobfarm weg muss. Der reicht noch nicht aus. Ah, ja, Wow. stimmt. Zwei Schüssel Stone. Hast du vielleicht noch Stein im Inventar? Ja. Geschüsselten? Gechillt nicht, ne. Ah, okay, da muss ich neue Schüsseln. Oder. Nee, zwei Stück reichen nicht. Da zwei Stück. Schüssel in die Hand. Stein rein, Schüssel raus. Nein. Stein rein, geschüsselt, Stein raus. Nicht Schüssel raus. Sieht raus nicht gut. So. Das sieht gut aus. Jetzt können wir den zumachen. Können jetzt die Mobfans alle anmachen. Ja, ist jetzt wieder ein bisschen dunkel, ich weiß. Aber bist du fertig mit dem Buffer? Ja. Also ich mache jetzt gerade alle Ventilatoren an. Und dann müssen wir noch kurz Drop of Evil setzen. Machst du das denn? Ja, oder? Ja. Können wir auch gemeinsam machen. Das sind ja zwei Etagen, jeder eine. Dann müssen wir mal auf Drop auf die Ebene. Ich habe ein halbes Stack bei mir. Ich bin so böse. Nein. Doch. Oh, mir fehlen noch die Fackeln. Das ist alles gut. Na danke. Hast du Fackeln dabei? Boah, ich habe keine Nein. Fackeln mehr. Doch, habe ich. Da, hab sie gesehen. So und so. Und dann kann hier jeweils drunter noch der Redstone-Block. Du kannst jetzt ja gerne mal kurz reingehen, falls du da noch irgendwie reinkommst. Und gucken, ob du da drin noch irgendwie die Möglichkeit hast, dich zu bewegen. Aber eigentlich, ja, sieht gut aus. Alle laufen. So, oben haben wir Vector-Plates. Als ob wir jetzt wirklich schon alles zugemacht haben. Wir sind zu Ja. schnell. So. Drop of Evil habe ich bestimmt im Rucksack. Yep. Kannst gerne mal kurz herkommen. Magnet aus, Hälfte zu dir. Magnet ein. Hälfte, wir brauchen zwei Stück. Obwohl. Ja. Obwohl. Weiß ich nicht so genau. Ich weiß nicht, ob der sich Oh, perfekt okay. ausbreitet. Das funktioniert hier schon sehr gut. Ich werde direkt weggedrückt. Geh Und. mal rein, ja. Wie bitte? Farm. Geh nochmal kurz in die Farm rein. Ja, ich Platzier bin auch den gerade unten drin. ganz hinten. Ah, okay. Ich setze ihn unten, du setzt ihn oben und ich werde schon wieder weggedrückt.
3, 2, bist du bereit? Ja. Moment, 3, 2, 1, jetzt. Und wir müssen raus. Da unten müsste noch eine Plate liegen, ganz nebenbei. Ja. Okay, hier oben spawnt noch nichts. Wieso? Ha, weil das Licht noch an ist. Machst du sie nicht aus? Ich muss in eine Plate liegen. Na gut. Stimmt, wir wollten unten noch Beleuchtung reinmachen. Tschüss. Oh, ich glaube, ich sollte die mal kurz anschalten. Und den Sound vielleicht etwas runterstellen. So. Ich bin gleich bei dir. Ja. Meinst du, ich komme irgendwie wieder meine Sachen rein? Deine Sachen sind jetzt da drin, richtig? Ja. Nein. Moment, ich hol kurz einen Vakuumhopper. Ansonsten sind wir gleich komplett überfüllt. Oder einen Item Collector. Den Stück. Dann brauchen wir kurz die Small Storage. Die stellen wir hier hin, den stellen wir da dran und... Okay, ist voll. Oben ist immer noch aus. Fuck! Wir haben oben ein kleines Spinnenproblem. Da müssen wir auf jeden Fall noch Spikes reinsetzen. Oder wir machen das mit... Bildern müsste es auch gehen. Wenn sie, okay. Glaub, an den Links festhalten. Das Ganze machen wir jetzt in einem kleinen Zeitraffer. Wir holen seine Sachen wieder. Wir beleuchten das Ganze unten und wir kümmern uns um das Spinnenproblem. Wir sehen uns nach dem kurzen Zeitraffer wieder. So, wir haben es jetzt geschafft. Die Mobfarm funktioniert sehr produktiv. Ein Problem, was wir jetzt noch haben, ist, dass wir zu viele Items haben. Dementsprechend werden wir jetzt kurz das System von dieser Mobfarm, also Itemaufsammlung und XP-Sammlung, okay, wir haben 634 Level, und all sowas jetzt nach da unten bauen. Und ja, auch dafür seht ihr wieder einen coolen Zeitraffer. Yay!
So, wir haben jetzt das System mal fertig. Hier drin sind viel zu viele Items. Und er schließt den jetzt mal schnell an. Also dem Item Collector. Von der Seite oder von vorne? Das ist egal. Moment, noch nicht. Jetzt einmal bitte anschließen. Bitte. Und die Kiste ist instant voll. Okay. Ist ja auch nur eine Mini-Truhe. Muss da schon eine Diamond Chest anschließen oder so. Trotzdem, es wird gerade alles extrahiert. Außer Bögen, Rüstung und all sowas. Ich sehe schon, der ist jetzt voll mit Sachen, die nicht rausgezogen werden. Dementsprechend müssen wir das jetzt nochmal ändern. Die werden rausgezogen. Okay. Ganz nebenbei, hast du eigentlich die Dings angesammelt, die Die Small sonst was? Nein, 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 ich hab die angesammelt. Oder das Geld ist geil, ich hab nur einen Stack retten können. Im System? Nee, hab ich nicht. Okay, dann haben wir jetzt gerade 5 Stacks verloren. Na gut. Deprimierend. Und das System ist da, ne? Weißt du Bescheid? Ja, deshalb bauen wir jetzt schnell das RE noch dran. Und den setzen wir so lange hier dran und stellen ihn auf Maximum. Und wir sehen uns nach einem weiteren kurzen Zeitraffer direkt wieder. Also, wahrscheinlich nicht so kurz, aber wir sehen uns direkt wieder. So, wir haben jetzt die Mob-Farm komplett fertig gemacht.
Von dem Absorption-Hopper wird jetzt alles eingesaugt. Der hat ein 6er-Radius-Upgrade, bedeutet normalerweise macht er 7x7. Mal 7. Und da muss jetzt in jede Richtung noch 6 raufgerechnet werden, also 12 und 7 plus 12 sind 19, also macht er 19 Blöcke im Durchmesser alle Items. Er macht alle Items weg, nein, er saugt sie ein. Und dann wird alles mit Priorität hier reingedrückt und sobald das nicht, sofern das nicht passieren kann, geht's in das RE-System. Und hier haben wir überall maximale Upgrade-Zahlen drin mit einem Void-Upgrade, damit wir von den Items nicht zugemüllt werden. Darum, dass die ganzen Items hier rauskommen und in die Wand reingehen, kümmern wir uns offscreen. Und Martin hatte sich jetzt... Moment, darf ich deinen Namen nennen oder soll ich dich Crafter nennen? Jetzt okay. Ist zu spät. Kann ich rausschneiden? Ach, mach einfach, egal. Okay, Martin hat sich in der Zwischenzeit um die Botania Basics gekümmert. Ja. Denn wir brauchen Eis. Das habe ich am Anfang einmal kurz erwähnt. Und man bekommt es nur über Botania oder über ein Schneebiom. Und wie weit warst du da jetzt? Also ich bin jetzt schon so weit, dass ich einen Mana-Pool habe. Der füllt sich jetzt auch inzwischen schon. Gehen wir mal hin? Ja, gerne. Ich weiß nicht, hast du schon Lust, cool, was wir mit dem Eis vorhaben? Oder? Ja, ich würde sagen, wir könnten den Leuten deine Lebenschallenge verraten, oder? Ja, Mensch, Lebensziel erfüllt danach. auf jeden Fall, wir haben nun einen Reaktor, oder? Ja, wir haben einen Reaktor. Ich zeig's jetzt einfach mal, was du machen willst. Genau. Er möchte den Rainbow-Generator machen. Das Problem dabei ist, dass man alle... Jetzt verschreibe ich mich. Dass man dafür alle Generatoren von Extra Utilities 2 braucht. Und alle müssen laufen, damit der Rainbow-Generator Strom erzeugt. Dafür erzeugt er dann aber auch so 25 Millionen pro Tick. Also eine Sekunde hat 20 Ticks. 25 Millionen mal 20. Nee, sagen wir so. Ich wollte jetzt gerade vorrechnen, aber okay, eine Menge ist auch gut. Fast unendlich Strom produziert er. Und dafür braucht man aber unter anderem auch den Eisgenerator. Ich finde ihn jetzt hier wahrscheinlich gerade nicht. Doch, Frosty Generator. Ja, und der verbrennt halt Eis. Und Eis bekommt man halt, wie gesagt, nur über Botania oder ein Eisbiom. Und da Botania jetzt leichter für uns war. Oder halt über, hier, Mystical Agriculture. Stimmt. Eis kann man auch über Mystical Agriculture bekommen, über die Essenzen. Um die Essenzen zu bekommen, braucht man aber erstmal Eis. Genau, und deswegen Botania. Deshalb Botania. Da wirft man dann den Schneeball rein und ja. Auf jeden Fall, die Mob-Farm läuft. Sie läuft effizienter als gedacht und hier fehlt eine Fackel. Ja, sorry. Oh, jetzt hast du meine Fackeln eingesammelt. Ja. Ah, okay. Wir müssen hier unten einmal hingehen. Im Moment heißt sie Mob Farm 9000. Wir müssen sie aber umbenennen zu Mob Farm Over 9000. Schreibt man Over so? Ich hoffe. OVER. OVER, okay. Mob Farm Over 9000. Und ja. Ja, danke. Steht schon drin. Und Level kommen hier massig rein und Sachen kommen hier massig rein. Wir haben jetzt mittlerweile 17 Stacks Wizard-Köpfe. Damit. Okay, gleich haben wir 18 Stacks. Damit können wir auf jeden Fall einige Wizard beschwören und auch so der andere Schrott. Wir haben vorhin 3 reingepackt, haben jetzt schon 18 Stacks bei raus. Also 3 einzelne. Von Drop of Evil. Hier die Bad Loot Bags, aus denen man ein Bad Spawn Eye bekommt, haben wir auch schon eins. Die anderen Loot Bags sind hier oben. Da sind keine Void Upgrades drin. In allen anderen sind Void Upgrades drin. Hier das Ding ist auch schon fleißig am Füllen. Ich weiß gar nicht, wie es hier aussieht. Ja, da kommt mal gelegentlich ein verzaubertes Item rein. Alle 1-2 Sekunden. Und ich weiß nicht. Hast du noch irgendwas Wichtiges? Nee, an sich nicht.
Okay, Abmoderation, gerade eben schon zweimal total verkackt. Jetzt neuer Versuch. Nummer 3. Nummer 3. Zählst du jetzt mit? Okay. Ja. Das war's mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt die Fragen in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Ciao. Besser? Ja, war super. Richtig sexy. Hohe Aufnahmezeit, 1 Stunde 36 Minuten.